Edelster September, Sommer steht uns bevor mit wenigen Schönheitsfehlern. Und diese Schönheitsfehler sind dünne hohe Wolken, die vor allen Dingen ab Sonntag immer wieder durchziehen und möglicherweise Rekordwerte verhindern können durch die mangelnde Sonneneinstrahlung. Grüße Sie und grüße euch. Was noch fehlt und was ein großer Mangel ist, das ist der Regen. Da wird so gut wie gar nichts in den nächsten Tagen bis einschließlich Dienstag herunterkommen. Einzig am Alpenhauptkamm und auf der Alpensüdseite, da kann es mal nennenswert zumindest punktuell regnen durch Schauer und Gewitter. Gehen wir mal ein bisschen weiter bis einschließlich 19. September. Da haben wir nach Südwesten zu ein paar Gebiete, wo es mal regnen kann. Nach Nordosten zu bleibt es trocken. Und jetzt, wenn wir schon mal dabei sind, machen wir die letzte Karte auch noch bis zum 25. September. Tendenziell bleibt es nordöstlich der Elbe trocken. Südwestlich davon gibt es immer mal wieder Regen. Das ist so eine Luftmassengrenze, die sich aufbauen wird zwischen einem Hoch im Nordosten mit Ostwind und einem Tief im Südwesten, das eben die feuchte Luft bringt. Und an dieser Luftmassengrenze, da fällt dann eben der Regen. Wo die liegen wird, kann man jetzt noch gar nicht sagen. Und heute liegen wir unter einem Hoch mit viel Sonnenschein. Es sind ein paar lockere Wolken unterwegs. In und an den Alpen entstehen einzelne Schauer und Gewitter bei 22 bis 29 Grad. An der See bleibt es kühler und windig. Der Samstag bleibt im Norden sehr windig und am späteren Nachmittag und gegen Abend gibt es im äußersten Norden von Schleswig-Holstein ein bisschen Regen. In den Alpen wieder einzelne Schauer und Gewitter. Die Temperaturen ändern sich kaum, liegen bei 22 bis 30 Grad. An der Nordsee sind es um die 17 Grad und hier ist es ja, wie eben schon erwähnt, windig, auch im Osten Österreichs. Am Sonntag sind dann ein paar dünne hohe Wolken unterwegs, ein paar Quellwolken über den Mittelgebirgen und den Alpen. Sonst ist und bleibt es wunderschön bei Nachmittagstemperaturen von 22 bis 31 Grad. Wir haben immer noch den Wind an der See aus südwestlichen Richtungen. Am Montag dreht an den Küsten der Wind auf östliche Richtung. Der wird dann eher ablandig werden. Sonst haben wir viel Sonnenschein, allerdings einige hohe Wolken. Und jetzt habe ich hier die Temperaturen vergessen abzuspeichern. Denkt euch bitte 24 bis 32 Grad. Es wird also ungewöhnlich warm oder heiß für die Jahreszeit. Am Dienstag geht es noch ein bisschen weiter rauf mit den Temperaturen. Es werden 25 bis 33, vielleicht sogar 34 Grad. Es sind aber viele hohe Wolkenfelder unterwegs, durch die die Sonne so ein bisschen fahl hindurchscheint mit diesem klassischen Halo-Ring. Und im Westen, gerade so an der Grenze zu Frankreich und den Benelux-Ländern, dreht der Wind allmählich auf südwestliche Richtungen. Sonst haben wir recht flotten Südostwind. Gehen wir noch zwei Tage weiter, Mittwoch und Donnerstag. Im Südwesten klemmt die Schauer und Gewitterfront gegen das kräftige Hoch an und das wird sich vor allen Dingen im Nordosten am Donnerstag bemerkbar machen mit stark auffrischendem Ostwind und deutlich kühleren Temperaturen. Sonst schwächt sich die ungewöhnliche Septemberwärme bzw. Hitze allmählich ab und dazu nimmt das Schauer- und Gewitterrisiko zu.